Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich euch zeigen, wie man kostengünstig eine Gartenterrasse aus Europaletten bauen kann. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes habe ich den Platz, wo ich die Terrasse platzieren will, ein bisschen nivelliert, so dass es gerade ist, dass die Paletten gerade liegen. Dafür habe ich mir Zeit gelassen, alles ordentlich zu machen, weil die Vorbereitung sehr wichtig ist, weil im Nachhinein wird dann noch schwieriger, die Paletten gerade zu bekommen. Deswegen lieber am Anfang ein bisschen mehr Zeit investieren, anstatt danach sich zu ärgern und alles wieder abzubauen. Nachdem ich mit der Bodenvorbereitung fertig war, habe ich schon angefangen, die Europaletten hinzustellen, um zu schauen, ob die Paletten richtig gerade liegen oder ob ich den Boden nochmal vorbereiten muss. Da es mir sehr wichtig war, die Spalten zwischen den Europaletten zu schließen, aus Sicherheitsgründen, dass die Kinder oder wir uns nicht verletzen, habe ich mir aus dem Baumarkt Holzlatten gekauft, um die Spalten zu schließen bzw. die Paletten miteinander zu verbinden. Da die Spalten zwischen den Europaletten nicht gleichmäßig sind, habe ich ein bisschen nachjustieren müssen, so dass die Holzlatten reinpassen, entweder mit dem Hammer oder mit dem Flex. Nachdem ich alle Holzlatten überall angebracht habe, habe ich sie anschließend angeschraubt. Meine Frau wollte mir unbedingt dabei helfen, aber leider ist daraus nichts geworden. Warte mal. Du drehst dich in die falsche Richtung, oder? Nachdem ich alle Holzlatten angeschraubt habe, geht's weiter mit Schleifen. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt, Holzlasur auftragen. Ich habe das Ganze zweimal gemacht, einmal in der Früh, da habe ich komplett trocknen lassen und dann nochmal am Abend. So meine Lieben, so schaut unsere Gartenterrasse aus. Nicht wundern, wir haben die Gartenterrasse vor circa 2 Jahren gebaut. Wir haben noch ein Pavillon von Ikea gekauft und natürlich drauf montiert und ein paar Möbel. Der Boden schaut leider nicht mehr so gut aus. Dieses Jahr gehört nochmal geschliffen und nochmal lasiert, aber es hat sich trotzdem sehr gut erhalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, Daumen nach oben, abonnieren, Glocke einschalten und tschüss!